sind wir dann relativ eigen, was sowas angeht. Ist halt so. Na, wo kommt der Bus eigentlich? Steht da immer noch eins? Ja, eine Minute. Aber da steht er ständig, oder? Oder null Minuten steht er, dann kommt er aber nicht. Man weiß das nie. Das ist echt immer so ein bisschen schwierig mit dem Bus. Habe ich eigentlich da die besseren Reitschuhe an? Ich bin mir da nicht sicher. Die sehen irgendwie hässlich aus. Meine Stiefeletten da. Drei Reiten. Habe ich da vorhin schon mal geschaut, ob ich da nicht bessere habe? Springen, fünf, nee. Drei Reiten ist schon nicht so falsch, oder? Ah, da kommt der Bus. Das ist natürlich schön. So. So. Und dann. Ticket, Herr Busfahrer, ich habe ein Ticket. Einen gültigen Fahrpassierschein. Scheiß. Einen Fahrpassierscheiß. So. Und wenn man dann den Fahrpassierscheiß eingelöst hat, dann kann man hier ins Einkaufscenter und kriegt eine Gruppeneinladung von Melanie. Und dann... Nee, Raptor spielt gerade nicht. Das ist schön. Ich gehe mal ins Coffee, mal gucken, wer mich findet. Ich setze mich mal hier hin und bestell mir mal was. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit. So. Was gibt's denn heute? Was könnten wir uns denn mal... Soll ich mal für alle eine Pizza ordern oder sowas? Für mich ist, glaube ich, eher noch ein Tee oder sowas eine ganz gute Idee. Da gibt's eine vegetarische Pizza und eine Pepperoni-Pizza. Ich kauf mal eine vegetarische, oder? So. Und was nehme ich noch? Guten Tag, gnädiger Herr, was möchten Sie bestellen? Ich hab schon eigentlich. Ich hätte mir schon eine Pizza bestellt. Kann ich da chatten? Ah ja, ich kann da chatten. Ach, ich habe mir eine Pizza von zu Hause mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Macht mir eigentlich nicht, ne? Aber ich schon. Bam. Meine geile vegetarische Pizza von zu Hause erstmal hier auf den Tisch gesemmelt. So leicht geht's. Na dann. Okay, na dann. Oh Mann. Die kann man halt leider nicht essen. Das ist total blöd. Das wär halt schon schön, wenn das irgendwie hier... dann immer so jeder sich ein Stückchen davon nehmen würde und dann auch daran rumkaut. Ach, die macht das ja. Das ist Essen. Ah. Komm, ich bestell mal noch was. Was gibt's denn hier noch? Ein Glas Milch. Ein Glas Wasser. Ja gut, ein Glas Wasser. Da gebe ich auch gerne mal hier eine Runde aus. Du platzierst ein Glas Wasser. Ach, das ist ja... Das sieht ja gut aus hier auf diesem Tisch. Richtig lecker. So. Jetzt können wir eigentlich gleich wieder schon... Ich hätte auch Bock auf eine vegetarische Pizza gerade, aber richtig. Aber ich kann sowas noch nicht essen. Das ist wirklich so... Nach Kranksein und so lange, da ernährt man sich meistens nur flüssig. Das vertrage ich noch nicht, sowas. Aber ich hätte richtig Bock. Also ich weiß, wie es Pika gerade geht. Ich hätte übelst Bock auf eine richtig schöne vegetarische Pizza. Aber voll. Aber richtig, richtig derbst. Wer winkt denn da so? Schade, dass man hier nicht dann noch mehr irgendwie interagieren kann. Das ist immer, man kann halt schon was machen, sich dann da so reinsetzen und bla, aber man kann halt auch nicht mehr machen. Ich hätte noch ein paar Karotten. Möchte jemand Karotten? Wer hat Bock auf Karotten? Nein, niemand? Kaffee mit Milch. Oh Gott, meine Pizza ist verschwunden. Ich habe sie ersetzt durch Kaffee mit Milch. So ein relativer Tauschhandel, sage ich jetzt mal.
vergessen. Echt, was habe ich? Ach, das ist das Autogramm von Raptor, was ich dann noch in der Hand habe. Ich gucke immer nebenbei so ein bisschen in den Chat, was da abgehen tut. Naja. Komm, ich steh mal auf. Laufen wir noch so ein bisschen rum. Kommt auf! Auf, auf, auf! Ich muss laufen. Ich muss ganz viel rumrennen. Wir fahren mal da hoch. Ich habe keine Ahnung wieso, aber ich fahre jetzt einfach mal da hoch. Und dann fahre ich dann wieder da runter. Und wieder hoch. Und wieder runter und wieder hoch. Und da sitzt ja Kati. Wieso sitzt denn da Kati? Hallo? Na, es geht. Ach, man kann sich nur in sie reinsetzen. Achso, sorry. Ich wollte nicht zu aufdringlich sein. Dann setze mich halt dann hier drüben hin. Wenn das okay ist. So. Ich glaube, das ist okay. Komm, Naomi, setz dich zu mir. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant hier, wie diese Banken funktionieren. Gar nicht. Da, jetzt. Es ist. Ich finde, die wirken immer so distanziert und kalt. Diese Charaktere sind eigentlich schon irgendwie ein bisschen unglaublich. Das ist schon immer sehr krass. Zehn Minuten ist Championat. Da müssen wir uns dann mal langsam anmelden. Ja, was heißt langsam? Eigentlich nicht. Ich meine 10 Minuten und dann stehen wir wieder da 10 Minuten rum, oder was? Warum ist der Stream eine Minute hinten? Ja, das ist ganz normal, dass der Stream zeitverzögert ist. Ist halt einfach so. Das ist bei Livestreams einfach so, dass das halt zeitverzögert ist, nicht wahr? So läuft das halt einfach. Okay, Naomi heiratet anscheinend Melly. Das ist ja süß. Sie ist traurig. Was ist denn da los? Ich glaube, sie wollte eigentlich hier den Cordon Bleu. Auf den stehen ja die ganzen Damen der SSO-Welt. Der Herr Cordon Bleu, ja. Der ist ja da unten. Ich zeig ihn euch, falls ihr ihn noch nicht kennt. Und zwar hier der Cordon Bleu. Dieser junge Mann hier, das ist das Schätzchen aller. Der gute Cordon. Weil er so ein Süßer ist. So ein Gebäck. Dann sollen wir mal zurück nach Moorland. Und dann noch ein paar Minuten abhängen. Ich komme nicht zu spät. So ein Quatsch. Das wird schon. So. Mal schnell noch auf die Damen warten. Und dann... Wo ist denn mein Horse? Da. Hier im Getümmel. Dann reiten wir hier geschlossen. Reiten wir dann zurück. So, ich stelle mich mal hier mit Naomi hin und wir warten mal gerade auf die anderen. Okay, Naomi wartet eher nicht. So, doch, sie wartet auch. So, Delfina Queen Rock schreibt gerade, ob wir Freunde sein können. Das geht natürlich nicht, weil meine... Amelie, der Gordon ist ein Arsch. Da hat sich ja wohl was verändert. Anscheinend weiß sie was, das ich nicht weiß. Das ist ja auf jeden Fall interessant. Helene Bunnyforce möchte in meinen Club. Das kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Also Melanie und Naomi heiraten anscheinend. Das ist auf jeden Fall zuckersüß. Die beiden. Ach, jetzt will sie sie auch nicht mehr. Ist ja interessant, auf jeden Fall. Da gibt's wohl Ehestreitigkeiten. Was ist mit den anderen eigentlich? Oder ist niemand mehr anders da? Ich muss mal gerade in den Club gucken. Da sind doch noch ein paar. Naomi, Melly ist da, Anne ist da. Ach so, nee, wir sind gerade nicht so viele online. Das stimmt. Das ist, ja. Dann,
brauchen wir auch nicht lange warten. Dann können wir jetzt eigentlich schon mal losreiten. Die Damen, da. Na komm. Na los. Das ist gute Musik. Moment, muss man lauter machen. Das passt mir, das gefällt mir jetzt gut hier zum Reiten dahin so. So. Na dann kommt. Auf Richtung Moorland. Beziehungsdramen in SSO live. Star Stable London mit Peggy. So, da sind wir angekommen in Moorland beim Championatsplatz mit ein paar von den Cyborg Dolphins und einigen anderen, die sich hier schon eingefunden haben, um das Championat zu bestreiten. So, schön angemeldet. Leonie Riverstar schreibt gerade, Peggy, verrätst du mir dein Geheimnis? Ich habe auch einen Club, aber wir sind seit one year two mitties. Naja, man muss halt Leute einladen. Und ein bisschen für Ordnung sorgen. Und nette Leute haben. Ne? Also es ist halt, ich kann da keine Anweisungen geben. Da gibt es kein Geheimnis. Ich habe halt einfach unfassbar geile Mitglieder im Club. Ich habe halt einfach Glück, dass ich so einen tollen Club habe. Das ist, glaube ich, das Geheimnis daran. Ja. Und Miss Sally schreibt gerade, das ist liegt an den Abonnenten. Das stimmt aber nicht, weil es gibt auch viele, die in den Club wollen, die aber dann auch nach einem Tag wieder draußen sind. Dadurch bekommt man keinen guten Club. Also ich habe tatsächlich, sondern einfach nur Glück, dass das sehr, sehr liebe Menschen sind, die ich in dem Club habe. Und das ist auch eigentlich schon alles. Und mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen. Ich muss mal eben gerade raussuchen, wie das Lied von gerade hieß, dann kann ich das da rein posten, weil jemand gerade gefragt hat. Die Sally hat das gefragt. Da muss ich jetzt gerade mal eben selber nachgucken. Ich habe nicht immer alle Lieder im Kopf, die ich hier so spielen kann nebenbei. Weil ich muss ja auch immer mir das raussuchen, was für Lieder ich spielen kann, wegen GEMA und so einem Zeug. So, ich hab's in den Stream gepostet, wie das Lied heißt, falls das jetzt die im Stream interessiert. So, also auf jeden Fall hat das nichts mit Abos oder so zu tun, weil wenn es danach geht, dann sind ständig Leute im Club, die...